US-Präsident Donald Trump äußerte sich am Donnerstag zu der öffentlichen Erklärung von Sonderermittler Robert Mueller. Es sei dasselbe gewesen wie in dem Bericht, sagte Trump und nannte Mueller hochrangig voreingenommen. Trump habe ihm vor Beginn der Untersuchung den Posten auf den FBI-Chef verwehrt. Deshalb hätte Mueller gar nicht neutral ermitteln können, so der Präsident. Mueller hatte sich am Vortag erstmals öffentlich zu den über zwei Jahre geführten Ermittlungen geäußert. Was die Debatte über ein Amtsenthebungsverfahren des Präsidenten unter den Demokraten erneut befeuerte. Mueller hatte gesagt, es sei rechtlich nicht möglich, einen Präsidenten im Amt anzuklagen. Seine Untersuchung entlaste den Präsidenten jedoch nicht von dem Vorwurf, sich falsch verhalten zu haben. Wären wir uns sicher gewesen, dass der Präsident keine Straftat begangen hat, hätten wir das so gesagt. Mueller sprach nicht direkt von einem Amtsenthebungsverfahren, sondern sagte lediglich, dass die Verfassung andere Mechanismen vorsehe, um einen amtierenden Präsidenten formell anzuklagen. Die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, nahm diesen Impuls vorsichtiger auf als einige ihrer demokratischen Parteikollegen. Nothing is off the table. Keine Möglichkeit ist ausgeschlossen. Aber wir wollen einen ganz sicheren Fall haben, so sicher, dass selbst die Republikaner im Senat, die ja auch keine objektive Jury sind, einsehen, welchen Weg wir für dieses Land einschlagen müssen. So Pelosi auf einer Veranstaltung in San Francisco. Eine schriftliche Version von Mueller's Bericht war im April veröffentlicht worden. Daraus ging hervor, dass Russland mehrfach Einfluss auf den Wahlausgang 2016 genommen hatte. Eine kriminelle Zusammenarbeit zwischen Moskau und dem Weißen Haus wurde durch den Bericht jedoch nicht bestätigt.